Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD und dem Tiger Farm als LU. Hallo. Hallo und dem Varuna. Ja, moin. Freilich. Ich bin ganz schön. So, leider hat sich keiner zu dieser Aufnahmesession bereit erklärt, der als zweites LU dabei ist. Das ist leider immer ein bisschen traurig. Falls ihr das wirklich guckt, das ist wirklich echt mies von euch, dass ihr noch nicht mal antwortet. Ja. Also man kann ja zumindest es antworten. Ja, zumindest antworten, dass man nicht kann oder sonst was, aber einfach ignorieren ist echt nicht schön. Gut, aber genug der bösen Worte in dem Sinne. Kommen wir zu was Besserem. Wenn ihr Bock habt, hier mitzuspielen als LU und zuverlässig seid und einfach Lust habt, dann... Ja, und auch ein bisschen, sag ich mal, erwachsener seid und nicht so kindisch die ganze Zeit irgendwas dann zerstören oder trollen oder so, dann wäre es nicht so schön, aber... Genau, dann meldet euch einfach. Und einfach bei mir oder bei Varuna. Oder bei Mikado, das ist relativ. Ja, das ist bei wem ihr wollt. Oder einfach unter das Video schreiben. Okay. Ja, und oder so. Wenn es so ist, dann seid ihr vielleicht nächste Woche schon mit dabei. Weil wie im Moment ist die Aufnahmesession für diese Woche. Ja, für diese Woche. Ah, wir nehmen am Montag auf. Nehmen wir? Ja, heute ist Montag, wo wir aufnehmen. Ach so. Ich meine die nächste Session. Also die nächste Session ist dann wahrscheinlich am Wochenende. Wenn wir es hinkriegen, wäre Freitag schön, dass wir da schon einen Rhythmus fürs RP-Projekt reinkriegen. Ja. Ja, ich weiß, Freitag bei mir funktioniert, aber... Das klären wir mal außerhalb der Folge. Ja, genau. Und Sie müssen noch die Miete für den Ladewagen bezahlen, ne? Ist mir letzte Folge, glaube ich, auch bewusst geworden. Also es ist mir schon bewusst, dass ich den immer noch bei Ihnen gemietet habe. Wie viele Folgen haben Sie denn jetzt schon? Das müssen wir mal danach gucken. Locker 5 schon. Ja, bestimmt. Nee, ernsthaft. Das werden wir vielleicht... Ich weiß, das war auch mein Ernst. Wenn ich ihn ausbenutzt habe, dann schauen wir nach und dann werde ich den natürlich korrekt abrechnen. Ja, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ja, das war mir schon... Ich habe es auch vergessen. Mir also ist es war ja die von uns beiden schuld. Herr Mikado, wollen Sie eigentlich noch das LU beauftragen, oder? Was, ich weiß schon, was zu tun ist. Ah, okay. Alles gut. Dann passt's ja. Gut. Da ist das noch von Razex. Nicht, dass es hier dann heißt, ich würde das LU von der Arbeit abhalten. Niemals. Nee. So was würdest du nie tun. Ja, ich tue. Vor allem mit dem Projekt noch gerade nicht. Nee. Da kommt's ja auf nichts an. Ich bin mir gerade schon mal gut. Ach so, warte mal. Ja, wir warten. Bin nicht auf euch. Oh, geil. Ja, das war ja auch klar. So, heute habe ich viel zu tun, weil ich bin eben alleine. Wegen der besagten Problematik. Ja, aber so ist es halt. Da müssen wir halt mal ein bisschen besser koordinieren. Und ich habe so viel Zutritt zu so vielen Fahrzeugen. Aber das brauche ich, sonst kann ich hier diese Lage nicht wegbringen. Ich habe die Unternehmer hast du bei mir nicht? Nee, hast du nicht. Nee, okay. Nur bei dem LU. Die Unternehmer. Also ich muss sagen, ich bin wirklich immer da. Ja, das ist unglaublich. Konstant und wirklich zuverlässig. Das freut mich natürlich extrem. Ich bin fast nie da, weil ich den ganzen Tag rausgehe. Nein, es geht ja um Aufnahme-Sessions. Da bist du ja auch, wenn auch unpünktlich, doch zuverlässig. Hallo, heute war ich pünktlich, ja? Ja. Überpünktlich. Was heißt denn überpünktlich? Okay, die 3 Minuten. Ja. So, dann geht's weiter. Jetzt wirst du aber bestraft wegen Überpünktlichkeit. Also da würde ich dann wirklich auch. Nee, das wollen wir ja nicht. So. Nein, ich muss. Oh, ich beinahe hier was verkauft. Oh. Nicht gut gewesen. Warum geht denn das jetzt fällt, nicht? Mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht den Ballenzähler hier mit drin. Nee, wir rechnen ja auch nicht nach Ballen ab von dem her. Ja, von.
was sie bei der NF Marsh von dem Projekt, was jetzt eingestellt ist, von McManus, da haben die ja Probein abgerechnet. Ah, okay. Ja, dann ist keine es notwendig. Werbung machen, Tiger Farms. Keine Werbung. Keine Fremdwerbung. Genau. Darf man nur Werbung für hier Varuna machen? Ja, Varuna hat das gemacht. Was ist denn hier schon wieder? Meine Herren. Varuna hat das gemacht. Hä? Hust. Ich hab. Ich hab gerecht. Alter, das gibt es nicht. Dieser verfluchte. Bein unterm Fahrzeug ist nicht gut, habe ich gerade bemerkt. LKW in der Silage auch nicht. Ach, wenn jemand Abschleppdienst brauchen, rufen wir mich an. Das kostet mir 1000 Euro. Oh, nur. Das ja, in FS19 ist das nicht viel. Aber im echten Leben wäre das ganz schön viel. Oh ja. Im echten Leben kannst du echt einen goldenen Ast verliehen. Kostet so 200 Euro. Aber ganz im Ernst, wenn man im echten Leben genauso viel verdienen würde wie hier in FS19 oder so, also, dann wäre man ja schon überreich. In der Zeit, ja. So, LKW kaputt, aber hoffentlich gleich frei. Aber sonst wäre es echt viel zu langwierig hier zu spielen. Da hätte auch keiner Lust mehr hier sowas zu spielen. Ja. Hey, das gibt's nicht. Naja, ich habe einen Freund, der spielt das. Der spielt, also der fängt so ein Singleplayer-Modus an und spielt das dann so eine Woche. Und dann hat er vielleicht erst ein paar Traktoren oder so, weil der halt alles in Echtzeit spielt. Ja, erst das ist halt langwierig. Ja, der nimmt dann die ganze, das ganze Geld, was er von der Bank bekommt, nimmt er an sich. Und dann, kauft er sich so 2 Traktoren und so einen billigen Mähdrescher oder so. Und dann, nach einer Woche ist dann eigentlich immer noch nichts passiert so richtig. Okay. Weil der halt auf der Seite nur gespielt. Und der spielt auf der schwierigsten. Ja, was? Die schwierigsten Spiele. Ey, nee. Das gibt's nicht. Ich verzweifle. Mikado, ist ihre Wiese, ihre Wiese 5 auch gemäht? Nein. Leider nicht. Gut, dann hätte ich jetzt gerne Abrechnung für 600. Anfasskosten sind schon natürlich. Ja. Ich sag immer schon direkt mit Anfasskosten, das ist einfacher. Ja, ich hab das noch. Ja. Oh, mein Geld habe ich ja, aber ich komme halt nicht. Ah, ich habe übrigens. Ich habe übrigens was durchgerechnet. Das sage ich jetzt natürlich. Jetzt kommt gleich wieder. Du hast dich übrigens gemutet. Oh, verdammt, das war aus Versehen. Ja. Ja, das war wieder mit dem Enhanced Vehicle da. Ich habe durchgerechnet. Ich weiß schon, was mein. Ich brauch. Ah! Boah, ey, wenn ich noch weiß, wie schön sie der Sie waren Wald eindeutig, ist. Eindeutig. Stopp, 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 Beweisfoto. Alles. Eindeutig waren sie auf meiner Spur. Das gucke ich mir in der Folge an. Das können sie machen. So, was okay, Polizei ist aufgenommen, können Straße räumen. Was war denn jetzt los? Wow. Das ist, wenn man nicht lenken kann, beziehungsweise nicht fahren kann. Der kommt hier um die Ecke, um die Kurve auf meiner Straßenseite. Also die Kurve davor habe ich geschnitten, aber die, in der es passiert ist, warst du. Geschnitten habe. Ah, Mist, du bekommst das Geld, ne, Tiger Farm. Ja, warte. Ach, Mist. Weißt du, letztes Mal habe ich die Ballen gemacht und er hat die Watt gefahren und ich... Das war... Der nächste Unfall? Nee, noch nicht. War aber knapp. Dankeschön. Weißt du, letztes Mal habe ich die Ballen gemacht, da hat der die weggefahren, da hat der das Geld bekommen. Jetzt hat der die Ballen gemacht und ich habe die weggefahren, der hat das Geld bekommen.
fast wäre das so ausgegangen wie in der letzten Folge mit Racer. So, oder einfach gerade weitergefahren ist, ja, noch schön sein Handy neben in der Tasche gehabt und da geguckt, Kaffee in der anderen Hand, einfach gefahren. Ist ja bald fertig mit Relabern hier. Ja, so. Ich bin sogar schon an den Straßenrand gefahren, weil... kannst du mal einfach leise sein? Ich möchte was sagen. Was möchtest du denn sagen? So, ich brauche 1,4 Millionen, um den letzten Schritt im LP zu, also in der Challenge zu gewinnen. Alle sagen. Oh, der letzte Schritt kostet um die 1,4 Millionen. Sag, was du sagen wolltest. So, ich bin fertig. Ja, keine Ahnung, was du sagen wolltest. Hat zwar immer jemand dazwischen reingelabert, aber naja. Ja, wenn du dich mutest und wir das nicht mithören können, dann können wir auch nicht wissen, dass du gerade laberst. Tja, du sollst nicht... Weißt, manche Sachen musst du auch erfahren, wenn du meine Folgen schaust, sonst hast du einen Nachteil. Ja, stimmt. Ja, ist ja bei uns nicht verboten. Muss ich ganz ehrlich sein. Das sollte uns auch verboten sein. Ich guck nicht. Bei McManus war es verboten. Echt? Ja. Das müssen wir beim Roadrating. Nee, finde ich nicht wichtig. Also... Man kann es ja schon angucken, aber man darf die Information nicht benutzen. Sonst wäre es ja Meta. Meta-Roleplay, oder wie man das nennt. Haben wir eigentlich schon als Regel beim Roleplay-Projekt, dass man den Blinker benutzen muss, wenn man vergisst, dann muss man 150 Euro oder so Strafe zahlen? Bußgeldkatalog könnte man mal noch ausstellen, das ist richtig. Also ja, so, ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Also einen krassen Bußgeldkatalog, ja, also so wirklich. Ja, teuer. Die sind 5 km/h hast du schnell gefahren. 100.000 Euro. Nein, ich meine jetzt mit krassem Bußgeldkatalog, dass es einfach da viel drin steht, was eben so notwendig ist. Ich hab mir jetzt nicht meinen Helfer ist voll. Mein Helfer ist voll. Hast du noch einen Auftrag für mich? Nö, diesmal kann gerne Varuna jetzt meinen Auftrag geben. Ich bin jetzt mal sehr nett. Ja. Nächste Folge. Ja, stimmt. Haben Sie einen normalen Ballen? Ja, einen normalen Ballensammler habe ich, ja. Eine Ballenpresse, Mann. Ja, habe ich. Eine normale Ballenpresse. Was ist denn eine normale Ballenpresse? Ich habe die Presse direkt gefüllt. Man kann das aber ausstellen, ne? Achso, das kann man ausstellen? Ja, gut. Ja. Dann würde ich gerne, dass Sie auf Feld 21 bitte Ballen setzen. Feld 21? Ja. Ist da Wiese? Oder Stroh? Feld Stroh. Ah. Ja, muss doch nicht bedeuten, wenn es da gefällt. Nee, muss es nicht, aber Sie hatten Gerste angepflanzt. Von dem her muss es sein. Woher wussten Sie das denn? Industriespionage. Haben Sie etwa schon wieder aus Versehen falsch gebogen? Ja. So, aus Versehen auf das GPS-Gerät geguckt, wo auch Felder eingezeichnet sind und sowas. Genau, das ist auch noch so eine Sache fürs RP, dass die Karte aus sein muss. Ach so. Naja, ich würde die anmachen, wenn man GPS anmacht, oder? Also sobald du dir einen Punkt markierst, ja. So, wenn kein Punkt markiert ist, muss er aus sein. Ach, bei den Pressen wollen sie ja. Oh Gott, ich nehme schon den Ballensammler mit. Oh Mann. Achtung, jetzt kommt doch mal eine Ballenladung. Die Lage. Warten Sie kurz. Ja, ich warte. Und immer diese Warterei. Ach. Schlimm, ja, in der Zwischenzeit kann ich die Presse holen. Aber ich muss sagen, das hier geht jetzt wesentlich schneller, wie nur mit dem Ladewagen. Ah ja, genau, diese Geschichte. Gerade habe ich so einen Flow drin. Also in der nächsten Folge müsste die Silage hier weg sein. Ist sie auch. Kann in die Zukunft sehen. Morgen. Und dann müsste man so 200.000 auf dem Konto haben.
Oh, sie haben ja ganz schön aufgestockt im Bild. Komm weg da. Hallo. Hallo. Lass mal los, bitte. Der Radlader hat den Ladewagen lieb. Das muss ich mir angucken. Anrechnen. Schon wieder voll. So, ist Mikado jetzt gerade AFK? Der ist, glaube ich, ein bisschen. Der ist, glaube ich, eingeschlafen. Okay. Soweit ich das erkennen kann. Oh ne, jetzt habe ich irgendwas gehört. Okay. Ach, der schon wieder. Was solltest du denn gehört haben? Ich dachte, ich hätte ein Räuspern gehört. Nee, da schaltet sein Mikrofon immer aus. Ach, stimmt. Und der CB-Funk. Ja, das stimmt. CB-Funk, sorry. Ja, Motor an, nicht aus. Wie lange geht denn die Folge eigentlich noch? Eigentlich wären wir durch, deshalb ja. Ja. Aber dann nutze ich die Zeit und fahre nochmal schnell zum Händler. Zu Agri LB. Akrilp. Hoffentlich kommt mir jetzt nicht wieder irgendwelcher jemand in die Quere. Nee, ich bin bei Mikado. So mit 80 in die Kurve, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch. So. So, ich bin wieder da. Ich musste kurz was sehr Wichtiges erledigen. Tut mir leid. Laterne. Gut. Musstest du etwa auf Klo? Nein. So genau wollen wir es nicht wissen. Gut. Aber dann wären wir am Ende der Folge angelangt. Warten Sie, bevor das noch passiert, Achtung, es kommt noch eine Ladung Ballen. Bitte wieder zu mir schicken. Wenn Sie jetzt schon wieder gegen mich fahren. Sorry. Also. Sag mal, kann man hier? Ja, diese Fetten ist jetzt hoch. Alles klar, alles. Ja, gönnt euch halt. Der hat mich halt warum gefahren? Das war in der Kurve. Ich konnte, da war der die A-Säule. Schade, dass hier nicht die Kurve, die gerade Kurve. Nee, die A-Säule war im Weg. Sehen Sie meinen Namen. So heiße ich. So, das ist gut. Der Feuerwehr darf man nicht mehr Arschlauch sagen, weil es nicht wie ja. Also, wir wären am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und nicht vergessen, ihr könnt gerne mitspielen, dann einfach mal unten in die Kommentare ballern oder aufs Discord kommen. Aber ja. Ihr müsst dann auch, wenn wir etwas fragen, antworten. Ja, genau. Das wäre... Also wenn wir irgendwie fragen, ob ihr gerade aufnehmen könnt oder sonst was, bitte dann entweder ja oder nein schreiben. Oder man kann nicht schreibt, aber wir sind euch viel mehr böse, wenn ihr überhaupt nichts schreibt. Jo. Also. So, das war's von heute. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.